Dani und wollte euch recht herzlich begrüßen zu meinem ersten Dankesvideo. Ich habe heute 1000 Abonnenten zusammenbekommen, was eigentlich ziemlich unglaublich ist. Da fehlen mir auch eigentlich die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich möchte mich natürlich bei allen bedanken, die mich abonniert haben. Und hoffe, dass sie bei mir bleiben und weiterhin meine Videos sich angucken, die kommentieren und liken. Das würde mich natürlich freuen und ich hoffe, dass ihr bei mir bleibt. Die Abonnentenzahl, die ist eigentlich rasant gestiegen. Ich bin in den Let's Bastel News von Michael, in der Nummer 29, als Kanal der Woche vorgestellt worden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie 540, 550 Abonnenten. Und heute ist Mittwoch und ich habe 1000 Abonnenten. Und ich finde das schon ziemlich unglaublich und freue mich natürlich im Bein weg. Ja, und ich möchte mich echt recht herzlich bedanken dafür, für die netten Kommentare, die ich bekommen habe. Ich habe so viele Likes bekommen und so viel Resonanz, die positiv war, dass ich, ich sage rundum glücklich bin mit meinem, was ich mache. Und ein bisschen bestätige ich das ja auch, dass ihr die Filme gut findet, die Videos gut findet, die Themen, die ich behandle, gut findet. Und da freue ich mich natürlich drüber. Zu mir selber, ich habe erst im Januar angefangen dieses Jahres. Ich glaube, Anfang Januar habe ich das erste Video hochgeladen. Ich hatte vorher Jojo-Videos gemacht. Ich bin leidenschaftlicher Jojo-Spieler, war da auch ziemlich aktiv. Und und dachte mir, warum soll ich hier immer in meinem geheimen stillen Kämmerchen rumbasteln? Und dachte mir dann halt durch Michael auch, ich hatte den Michael im Januar auch das erste Mal gesehen und mir gefiel das eigentlich, was er da so gemacht hat. Auch so die Art und Weise gefällt mir super. Und irgendwie sagte er in einem Video, wer auch bastelt, der sollte das auch filmen und das dann halt dementsprechend online stellen. Ich bastel irgendwie schon Jahre und hatte mir gedacht, das machst du jetzt einfach mal. Und das ist halt dabei rumgekommen, dass ich jetzt schon bei 1000 Abonnenten bin und mich riesig darüber freue. Ich habe am Anfang ziemlich regelmäßig Videos hochgeladen, aber nicht zu bestimmten Tagen oder Uhrzeiten und bin dann hinterher dahin übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, machst du feste Zeiten, was den Wochentag angeht. Ich hatte dann Dienstag und Freitag dann für mich festgemacht. Was ich aber jetzt auch noch mit einer Uhrzeit festlegen möchte, und das heißt für mich, dass ich dienstags um 19 Uhr und freitags um 19 Uhr jeweils ein neues Video hochlade. Und so könnt ihr euch damit darauf einrichten, wann halt eins kommt. Und ich habe dann auch eine feste Uhrzeit für mich. Da kann ich auch meinen Tag besser organisieren. Und habe dann halt auch, wenn ich von der Arbeit komme, noch ein bisschen Zeit, halt dementsprechend das Video dann noch vielleicht ein bisschen zu bearbeiten oder die Sache dann dementsprechend auch hochzuladen. Ich habe jetzt gerade aktuell ein Projekt, das hatte ich schon lange in meinem Kopf. Ich habe noch nie mit Epoxidharz gearbeitet. Das werde ich diesmal das erste Mal machen. Mir sind da auch Fehler passiert. Die seht ihr aber dann im zweiten Teil. Ich habe das unterteilt, weil das doch ein bisschen lange dauert. Ich habe den ersten Teil schon fertig editiert. Da muss ich noch was dran tun. Aber ich bin jetzt schon bei 11 Minuten. Und da muss noch einiges rein. Das heißt also, da komme ich auch wieder auf 15 bis 18 Minuten, wo eigentlich schon wieder meine Schmerzgrenze liegt. Aber ich werde das halt vielleicht noch ein bisschen verkürzen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Ich werde mir das nochmal angucken. Und ihr werdet es ja am Freitag sehen. Ja, ich möchte auch so eine Art Gewinnspiel machen. Oder eine Verlosung, keine Ahnung. Nennt das, wie ihr es wollt. Und es gibt da so ein Programm, was halt über die Kommentarfunktion
per Zufallsgenerator Leute bzw. Kommentare auswählt und darüber würde ich halt drei Leute auswählen. Und ich hatte mir gedacht, ich habe hier so Lineale noch, die sind wohl ausverkauft und ich wurde heute darauf hingewiesen, dass der Link nicht mehr funktioniert zu den Linealen und davon habe ich aber noch welche, das heißt also, die Lineale würde ich dann halt gerne verschenken wollen. Dann habe ich hier zwei Schraubzwingen, die ich selber benutze und ich bin super zufrieden damit. Das sind schöne Schraubzwingen, die ziehen gut und die würde ich auch gerne verschenken wollen. Und dann habe ich hier noch einen Bohrersatz, den würde ich euch auch vermachen wollen. Und ich sehe gerade, da fehlt der Vierer Bohrer, aber den tue ich dann natürlich noch rein. Und ja, die Sachen, die würde ich ganz gerne verlosen wollen und dann an euch schicken. Ja, also ich möchte mich nochmal bei allen recht herzlich bedanken, die mich abonniert haben. Und möchte das Video mit einer Frage abschließen, was euch am besten an meinem Kanal gefällt. Oder halt nicht gefällt. Und schreibt das in den Kommentare. Und je mehr halt da reinschreiben, desto interessanter wird es natürlich dann auch, wenn ich dann hinterher über den Zufallsgenerator einen Kommentar auswähle, die halt, halt die Sachen halt zugeschickt bekommen von mir, die ich gerade vorgestellt habe. Ich hatte überlegt, ob ich das vielleicht dann auch aufzeichne, wie ich das mache und wer dann gewonnen hat, muss ich ja dann auch irgendwie bekannt geben. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, dass es dann halt nochmal ein Video dazu geben wird. Und ja, ich freue mich, dass ich halt von euch so akzeptiert werde und freut euch auf die nächsten Videos, kommentiert und ich würde mal sagen, bis die Tage. Euer Andi. Ciao. Ja, ich sag mal, für das, ja. Also ich möchte mich nochmal, also. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken und möchte das Video mit einer Frage abschließen, beziehungsweise, ja, mit einer Frage. Und zwar...